Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Fever 2 im Schönbau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Wir sind hier in Philipsberg und ich habe hier ein bisschen an der Stadt weiter gebastelt. Und das Ganze wollte ich euch jetzt mal in dieser Folge zeigen. Ja, erstmal muss ich mich entschuldigen, dass diese Woche nicht so viel auf meinem Kanal los war. Aber ich bin zurzeit einfach beruflich wie privat total eingespannt und in den nächsten Wochen wird es auch eher unregelmäßig Videos geben, da ich einfach überhaupt gar keine Zeit im Moment finde, um hier ordentlich zu basteln. Also, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, wann Videos kommen, wie viele Videos kommen. So eine Mod-Vorstellung zwischendurch lässt sich immer mal einbauen, aber hier von der Karte, das, was ihr hier jetzt seht, das habe ich so die Woche über gebaut. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze jetzt mal durch. Wir fangen mal hier oben im Intercity, im Fernverkehrsbereich des Turmbahnhofs an. Hier habe ich so ein bisschen Rollmaterial abgestellt. Das lässt das Ganze immer gleich ein bisschen lebendiger erscheinen. Hab hier ja alles so ein bisschen kunterbunt, Doppelstockwagen, Regionalwagen, Metronom und Intercity-Wagen abgestellt. Noch ein paar Stellwerke gesetzt. Ja, dann hier unten der Bereich. Da habe ich so ein paar ja, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser. Alles so ein bisschen gemischt, so am Stadtrand. Hier sind ja die Felder. Hier oben kommt dann die Kurve nach unten, um von hier oben die Verbindung nach hier unten zu schaffen. Und das Ganze habe ich einfach hier so Häuser hingesetzt, immer ein Doppelreihen oder hier auch mal ein Dreireihen. Und dann hier in der Mitte diese kleinen Wege durch. Da gibt es ja hier diese Fußwege. Hier. Die passen hier schön rein. Und das Coole hieran war, diese Häuser haben ja so Durchgänge. Und da konnte ich hier diesen Weg durchbauen. Ja, und Autos abgestellt, Zäune drumherum, Grünzeug und hier auch das Ganze mal in so einer V-Form. Zaun so. Und dann hier vorne die Einfahrt. Hier das Ganze so mal angeordnet. Und dann hier vorne den Streifen auch noch. Auch mal mit den Mauern gearbeitet. Und das Ganze sieht schon recht schick aus. Ja, wir haben jetzt hier auch Pendelverkehr runter zur Raffinerie. Der fährt hier oben. Hier habe ich eine Wendeschleife drin. Ja, hält er an. Und dann dreht er und fährt wieder runter. Einfach so fünf Tankkesselwagen dran gebaut. Drangehangen, drangebaut. Und der fährt halt bis hier unten. Hier hin. Fährt dann hier raus. Und nach hier oben. Können wir vielleicht mal gucken. Das sieht schon recht cool aus. Okay, gehen wir mal hoch hier zum Bahnhof. Hier habe ich ja das Ganze so ein bisschen ausgeschmückt mit ein paar Läden, ein paar Sitzgelegenheiten, Grünzeug. Hier ist noch ein kleiner Kiosk. Hier, das ist vielleicht so eine kleine Wartehalle noch hier im Vorbereich des Bahnhofs. Alles, wo ich dachte, das passt. Hier auch ein Supermarkt. Die sind ja aus diesem russischen SZ aus Transport Fever 1, was ihr durch den Konverter jagen könnt. Das Ganze nennt sich Basil
Cathedral oder Kathedral, halt auf Deutsch, findet ihr in meiner Modliste. Da sind diese ganzen kleinen hier, auch der Kiosk, jeder Supermarkt. Das einzige ist halt, steht auf Russisch drauf, aber na, stört mich jetzt nicht so. Hier auch diese kleine Fußgängerzone durch. Ja, passt schon. Und dann hier den großen Parkplatz. Das ist ja wirklich toll, dass es jetzt diese Mod auch gibt. War ja ein bisschen versteckt in der Mod verbesserte Straßen auf Steam von Carl Charlson. Da ist die mit drin, habe ich auch eine Mod-Vorstellung zu gemacht. Und da findet ihr die Parkplätze. Dann ist hier noch so ein kleiner Altstadtbereich entstanden. Hier ist ja die Fußgängerzone, die ich mal in einem eigenen Video gezeigt hatte. Und dann ist hier auch noch so ein kleiner Altstadtbereich entstanden. Der ist noch nicht ganz fertig. Müssen wir hier noch ein bisschen ausdekorieren. Ich habe auch mal hier so gebaut. Findet man ja auch in Städten. In der Mitte dann Grünanlage für die Bewohner. Ich finde, das passt ganz gut. So, fliegen wir mal hier rüber. Hier muss ich noch den neuen Bahnübergang implementieren. Hatte ich noch gar nicht gemacht. So. Auch ein wunderschöner Bahnübergang von Mayuan. Auch eine Mod-Vorstellung zugemacht. Moderner deutscher Bahnübergang heißt er. So, gucken wir mal hier. Hier habe ich so ein paar modernere Gebäude hingebaut, der dritten Ära. Hier auch so ein paar Mülltonnen hin. Bisschen Werbung. Hier ist die Einfahrt. Hier ist, glaube ich, auch ein Besuchermagnet drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann auch einfach Autos abgestellt. Ja. Passt so, finde ich. Ja, auch wie hier drüben. Ganz simpel. Häuser, Pinseln, Autos, Grünzeug, fertig. Mach mal den Hut aus. Ich finde, das sieht dann schöner aus. Dann haben wir hier so einen kleinen Industriebereich. Hier habe ich wieder mit Joe Fried quasi die, hier drüben sieht man es ja noch, die Hänge, die Klippen retuschiert. Und dann hier unten so ein kleinen, ja, Gewerbe, Industriekomplex, so eine kleine Firma halt. Vielleicht auch einfach nur ein Händler, der Waren kriegt und die dann wieder verkauft. Fand er, das passte ganz gut hier unten. Hier oben dann auch. Das sind die Gebäude. Hier seht ihr es, wo auch Autos bauen können. Das ist die Countryside Houses Mod. Da sind auch diese Industriegebäude drin. Einziges Blöde ist halt hier. Na, was heißt blöd? So blöd sieht es gar nicht aus, aber hat das hier viermal so eine Zufahrt, so eine. Aber mein Gott. Es ist jetzt nicht so dramatisch. Vorne auch noch ein paar Häuser. Fehlt vielleicht noch ein bisschen Waren. Hier habe ich ja schon was hingelegt. Hier hinten Container. Diese Rohre, diese Orangen hier abgelegt. Ein paar LKWs geparkt. Ja, ein bisschen was fehlt vielleicht noch. Hier vielleicht auch noch ein bisschen Bäume. Aber mein Gott. Kommt der ICE. Hier oben ist auch ein Bahnübergang entstanden. Können wir auch gleich mal ändern. Sieht halt einfach viel besser aus als dieser Standardübergang. Wenn man guckt. Nee. Nicht schön. Ja. Dann ist hier das noch entstanden. Der Bereich stand ja schon. Den habe ich jetzt noch ausdekoriert. Und der Bereich hier. Da habe ich wirklich einfach mal ein bisschen rumprobiert.
hier diese Häuser, diese Vierecke, diese Kreuze. Vier Stück hingestellt, Grünzeug fertig. Hier ein bisschen aneinander geklebt. Und hier genauso. Und hier habe ich besonders viel experimentiert. Habe ich unten die Häuser gesetzt, das seht ihr ja hier. Wenn die so aufleuchten und dann diese Hochhäuser hier noch rein. Diese erhöhten Häuser. Finde ich ja, so ein Apartment-Komplex. Finde ich schlecht. Kann man schon so lassen. Ich wollte halt auch mal so ein paar höhere Häuser in der Stadt. Nicht nur so drei, vierstöckige. Und hier oben den Bereich, den wollte ich noch verändern. Nehme ich die Häuser nochmal alle weg. Und hier kommt dann die... Ich hoffe, ich finde sie jetzt. War die hier? Auf jeden Fall eine Kirche. Müsste ich hier mit... Genau, hier. Dorfkirche Bochum-Stiepel. Die werde ich hier oben noch reinsetzen mit. Das werde ich nochmal umbauen. Also ganz zufrieden bin ich damit nicht. Sieht so aus wie so, ja, halb fertig. Im Gegensatz zu hier. Hier haben wir ja die Fußgängerzone. Das sieht schon recht homogen aus. Aber dann, wenn man hier rüber geht, gefällt mir halt nicht so. War alles im allem. Der ganze Bereich hier, das gefällt mir schon sehr gut. Mit der Raffinerie. Hier das Städtchen. Hier oben werde ich das auch so. Ja, mal gucken. Bis hierhin baue, glaube ich aber nicht. Ja, und hier in der Breite. Also die, wenn man so guckt, die Breite wird bleiben, denke ich. Vielleicht bis hier. Und dann bis hier. Aber halt in der Länge noch ein bisschen. Mal schauen. Ja, so viel gab es gar nicht zum Zeigen. Wie gesagt, tut mir leid, aber im Moment komme ich abends um 7:30, 8 nach Hause und da ist einfach der Akku leer und bleibt auch nicht mehr viel Zeit zum Spielen, aber gibt auch wieder bessere Tage und Wochen vor allem. Okay, lassen wir die S-Bahn noch rausfahren. Oben fährt noch der Railjet. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht so viel zu zeigen gab. Aber das Städtchen wird langsam. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach, wenn ich was Neues für euch habe. Haltet einfach die Augen offen, wenn es was Neues gibt. Macht's gut, ciao.